What we do here is go back, 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 back. Das ist der Videotest mit dem Poco F3 und dem Samsung Galaxy A52. Jetzt spricht gerade das Poco F3, beziehungsweise er spricht nicht, er nimmt das Ganze auf, wie ich hier spaziere und den Videotest mache. Und er nimmt das A52 auf, wie ich den Videotest mache. Ich laufe und schaue mir die Landschaft an. Jetzt auch hier. Nun folgt das Video auf der Ultraweitwinkelkamera. Qualitativ sieht das Poco F3 etwas besser aus. Die Farben werden etwas besser dargestellt. Und sie wirken auch natürlicher. Nun ein weiterer Test. Das Samsung Galaxy A52 kann mit maximal UHD Video aufnehmen. Das Poco F3 nimmt momentan mit 4K und 30 FPS auf. Ich finde die Farben beim Samsung wirken etwas bläulich. Wenn wir hier kurz wechseln, sehen wir immer, wie die Kamera vom Samsung das Farbschema wechselt. Finde ich, sieht eher nicht so hochwertig aus. So, das ist jetzt nun der Videotest mit der Frontkamera. Das Poco F3 nimmt in Full HD auf. Und 30 FPS, das Samsung Galaxy A52 in UHD und ebenso 30 FPS. Die Qualität auf den ersten Blick von den Smartphones her gefällt mir auch vom Poco F3 etwas mehr als die vom Samsung. Aber das kann natürlich auch dann anders auf dem Monitor rüberkommen, je nachdem wo ihr es anschaut. Aber die Farben, auch gerade mal, wenn man den Himmel betrachtet, die Wolken sieht man auf dem Poco F3 deutlicher als beim Samsung.